Herzlich willkommen am Roten Tisch der Spielautorenzunft zum zweiten Interview des Tages. Ich begrüße zwei Kollegen. Zum einen Guido Heinecke, er ist der Chefredakteur von TrickTrack Deutschland und ist aktuell Jurymitglied von der Jury Spiel des Jahres. Und Sünnes Ernst, er war erster Vorsitzender der Jury von 1994 bis 2004 und arbeitet hauptberuflich oder arbeitete, ist ja jetzt in Pension, früher auch als Journalist. Warum haben wir die zwei eingeladen? Guido hat auf TrickTrack Deutschland eine Diskussion gestartet, nämlich mit der Aufforderung oder mit der Frage, brauchen wir einen New Board Game Journalism? Bevor wir darauf eingehen, was du damit überhaupt meinst, warum überhaupt diese Frage? Was ist falsch aus deiner Sicht mit dem aktuellen Spielejournalismus? Die Frage habe ich ganz ehrlich erwartet. Falsch ist mit attraktiven Journalismus nichts, weil wenn Spielejournalismus attraktiv wäre, dann hätte ich diese Forderung ja nicht. Ich bin darüber gestolpert, als ich bei den Kollegen der Videospielbranche ein bisschen kreuz und quer gelesen habe und habe mir gedacht, mein Gott, das ist eigentlich genau das, was ich mir seit Jahren immer wünsche. Als da nämlich ein britischer Journalist geschrieben hat, wenn ihr Videospielrezensionen macht, dann seid doch subjektiver. Nehmt die Leute mit, greift ihr euch und nehmt die mit in eure Spielewelt und erzählt ihnen quasi von innen. Auf eine andere Art, auf eine neue Art, auf eine direkte Art, auf eine viel, viel subjektivere Art, was von diesem Videospiel. Aber ich glaube, Mensch, das ist genau das, was ich möchte. Denn was mir nicht gefällt, das ist insbesondere bei den Rezensionen, ich sage es immer wieder gern, diese 10-80-10er Blöcke. 10% Einleitung, 80% Regelparaphrase und 10% Fazit, was irgendwie aussieht wie tolles Spiel, kommt wieder auf den Tisch. Ehrlich gesagt, mir reicht das nicht. Sinnes, würdest du das denn so unterschreiben, dass der Spielejournalismus per se reformbedürftig ist? Ja, ich denke schon. Und zwar ist er völlig von Grund auf reformbedürftig. Solange ich nämlich noch Rezensionen lese, Spielbesprechungen, bei denen am Schluss steht, ich bedanke mich beim Verlag sowieso für die Zurverfügungstellung eines Spiels zur Rezension, solange ist dieser Journalismus nicht unabhängig, nicht gut, er ist Teil der Branche und er hat der Journalist seinen Beruf verfehlt. Okay, da kommen wir jetzt mal gerade ein bisschen vom Thema ab. Macht ja nichts, finde ich trotzdem spannend, weil wie soll das in der Praxis funktionieren? Es kann ja jetzt nicht Sinn der Sache sein, dass Journalisten sich alle Spiele, die sie rezensieren, selber kaufen müssen. Und da ist ja eigentlich nur positiv, wenn man auch im Sinne der Transparenz den Lesern gegenüber klar kommuniziert, naja, das ist halt ein kostenloses Rezensionsexemplar. Ja, aber hast du je eine Buchkritik gelesen, die etwas von sich hält, die eine echte Buchkritik ist, wo sich der Rezensent oder die Rezensentin am Schluss bedankt dafür, dass der Verlag ein Buch zur Verfügung gestellt hat? Also das heißt, es geht ja nicht um die Tatsache, dass kostenlos Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt werden, sondern einfach um diese schriftlich geäußerte Art von Unterwürfigkeit, Dankbarkeit gegenüber Verlagen, dass das, was eigentlich, ich sag mal, zum klassischen Journalismusgeschäft dazugehört und alltägliches Brot ist, so ausformuliert wird. Ja, das muss man meines Erachtens nicht, weil die Verlage haben ein Interesse daran, dass ihre Spiele besprochen werden. Das ist ein Teil des Marketings, das gehört zum Business. Aber das muss man nicht explizit sagen, ich bedanke mich dafür. Das Problem ist halt das, dass es zu wenig Professionalität gibt in diesem Beruf. Professionalität heißt kritische Distanz zum Gegenstand, den man beschreibt, den man kritisiert. Das ist im Buch viel besser als beispielsweise in der Spielekritik generell. Gut, es gibt natürlich auch, wenn man ein bisschen in die Buchkritik reinsieht, merkt man auch, dass da gewisse Spiele betrieben werden, dass einer seine Favoriten hat, näher zum anderen Verlag ist und so weiter. Aber diese Unterwürfigkeit oder diese Anbiederung, wie man sie hier hat, in der Spielekritik, die hat man in der Buchkritik nicht. Mir kommt das vor wie der Autojournalismus. Die Autojournalisten, die werden alle sehr gehövelt von den Unternehmen her und dann kommt eine Besprechung, eine Rezension eines Autos. Und dann wird das gelobt. Und was kritisiert wird, ist zum Beispiel die Größe des Kleideraufhängehakens. Ja. Okay, aber das ist ein sehr interessantes Thema. Lass uns auch noch mal gleich zurückkommen. Aber mal inhaltlich, jetzt mal abgesehen von dieser Nähe, findest du, dass Guido da recht hat, dass wir andere journalistische Darstellungsformen brauchen? Oder sagst du, nö, so wie alles ist, ist eigentlich in Ordnung? Nein, es ist nicht in Ordnung, weil es haben sich auch die Medien haben sich gewandelt. Wenn ich jetzt vergleiche, als ich begonnen habe mit Spielekritik, das war 1980 ungefähr, da gab es ein Medium,
Also ich, Rundfunk und Fernsehen gar nicht, das war nichts über Spiele, aber es war das Printmedium, es war die klassische Tageszeitung. Heute haben wir unendlich viele Möglichkeiten. Wir haben auch schnelleren Zugang zu den Produktionsmitteln. Also jeder kann einen Blog schreiben, das war damals nicht möglich. Ich musste durch den Filter einer Redaktion, ich musste diese Hürde überwinden. Das war ganz anders. Ich hatte ein Format. Das war das Print. Heute habe ich unendlich viele Formate. Guido bezieht sich auf den Video. Die Videospiele, das sind elektronische Medien. Der Blog hat ein anderes Format als ein Print-Rezension. Die Spielbox sieht wieder anders als ein Beitrag, wie soll ich sagen, auf meiner eigenen Homepage. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, die heute besteht, dass ich für dieses Format die adäquate Stilform finde. Das hat aber nicht nur der Spielejournalist, sondern das hat der politische Journalist, das hat der Kulturjournalist, das hat der Wirtschaftsjournalist. Der muss sich überlegen, wie bereite ich meine Inhalte für dieses Medium auf. Diese Frage, die müssen wir stellen und für die müssen wir eine Antwort suchen. Obwohl ich jetzt mal sagen würde, dass Journalisten ja generell, also professionelle Journalisten, ja eh immer wissen, für welches Medium sie arbeiten und ihre Texte dann auch dementsprechend anpassen. Also wenn ich mir jetzt einen Text oder wenn ich einen Text schreibe in der Wirtschaftswoche über Siedler von Catan, was Manager da lernen, ist das ein anderer Text als ein Text, der vielleicht vom Kollege Udo Bartsch in der Spielbox erscheint. Deswegen jetzt nochmal. Darf ich noch dem Sinus noch was anfügen? Ich finde das ganz wichtig, dass das Auftauchen von Blogs zu einer Demokratisierung einer journalistischen Tätigkeit geführt hat. Wir wissen, der Journalist ist kein geschützter Beruf. Jeder, der was schreibt, darf sich Journalist nennen. Das Problem ist bei vielen Blogs, es kann nicht jeder. Und da sage ich, probiert doch mal was Neues. Versucht doch mal irgendwie ausgelatschte Pfade zu verlassen. Versucht mal irgendwie lebendig zu schreiben. Ich meine, ihr schreibt was, ihr sitzt eine Stunde am Text und die Leute klicken eh nur das Fazit an und das ist doch eure Zeit, die verschwendet ist. Ja? Also tut's nicht für mich, mein Gott, tut's auch nicht für eure Leser, tut's für euch. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du mit der Diskussion jetzt nicht nur die Blogger erreichen, sondern generell alle Journalisten mal darüber zumindest oder dazu animieren, über ihre Texte oder ihre Darstellungsform nachzudenken, oder? Ja, weil... Nee, lass mich anders sagen. Ich glaube, die Magazine wie Fairplay, Spielbox etc., die machen einen guten Job und die haben auch das perfekte Format für das Printmedium. Sünes hat es ja gesagt, andere Medien brauchen andere Darreichungsformen. Ich glaube, es geht tatsächlich doch mehr in Richtung der Blogger, weil das sind nicht immer ausgebildete Journalisten, aber ich möchte sogar noch behaupten, es geht um die professionelle Distanz, die er erwähnt hat, plus aber auch das Subjektive, was ich erwähnt habe. Ja? Also So paradox es klingt, aber irgendwie beides. Bleib professionell, aber zieh die Leute rein durch interessante Geschichten. Im Grunde geht es doch darum, dass wir interessante, schöne, lesenswerte Geschichten schreiben wollen. Und keine Langweiler-Geschichten. Ja, das ist entscheidend. Ich bin ja als Journalist, bin ich aber immer mit meiner Persönlichkeit dabei. Ein Langweiler wird immer langweiligen Journalismus machen, egal ob das Politik ist oder Wirtschaft oder Kultur oder Spielekritik. Wenn ich mit meiner Persönlichkeit, und die bringe ich, da bin ich auch, das meine ich auch, es gibt gewisse objektive Kriterien, Material und so weiter, über die man schon ein Urteil fällen kann, aber dann bringe ich ja auch mein Spielerlebnis rein. Und ich soll sagen, weshalb hat mich dieses Spiel gepackt? Ich glaube, das war auch dein Anliegen. Das soll der Leser oder die Leserin, die sollen das wissen, weshalb ich so überzeugt bin von diesem Spiel. Ich habe jetzt zum Beispiel, Anlass war 20 Jahre Sex nimmt. Stelle fest an einem Spieleabend, es gibt Leute, junge Spieler, die spielbegeistert sind und alle diese Russian Railroads kennen und so weiter. Die kennen nicht Sex nimmt, sage ich. Jetzt muss ich wieder mal über Sex nimmt spielen und da das ganz wesentliche Kriterium, was macht eigentlich die Quintessenz, der Witz von Sex nimmt aus, das muss ich in meine Spielekritik reinbringen. Und kommt noch dazu, ob ich eine 6000 Zeichen Rezension schreibe oder eine, die ich auch habe, eine, die hat 1200 Zeichen. Da bin ich gezwungen, mich zu konzentrieren, muss eine Botschaft rüberbringen, fertig.
So ein Spielgefühl ist ja was höchst Subjektives. Also es gibt ja bestimmt auch Menschen, die sagen, Monopoly finde ich super spannend, ich würfel und finde es ganz toll, und dann zu gucken, ob ich jetzt auf die Schlossallee komme oder nicht. Wir würden sagen, naja, Monopoly ist ein wichtiges Spiel für das Kulturgutspiel, aber eigentlich ist vom Mechanismus her, würde man das heute so nicht mehr machen. Wie kann man denn sowas, also wie verträgt sich das mit der Forderung nach mehr Subjektivität? Weil wenn ein Leser mich jetzt vielleicht gar nicht kennt und mal zufällig, weil er nach was googelt, über eine Rezension von mir stolpert, dann kann er doch jetzt gar nicht einordnen, welche Spiele ich subjektiv gut finde und welche nicht. Ja, richtig, aber er muss sich halt darauf verlassen. Wenn ich in der Zeitung eine Filmkritik lese, dann erzählt mir der Journalist ja auch nicht die Handlung des Films. Ja, vor allem nicht, wenn es dann irgendwelche Überraschungen gibt, dann nennt er ja Spoiler. Ja, aber er stellt diesen Film in den Kontext von Regisseur, von Schauspielern fast natürlich zusammen, was in dem Film so grob passiert. Das muss in eine Rezension ja auch rein. Ja, ganz ohne geht es ja nicht. Diese feinen Zwischennuancen, die kriege ich in jeder Form von Kulturjournalismus. Sei es ein Buch, eine Buchbeschreibung, sei es eine Bildbeschreibung, sei es CD, sei es ein Film. Ja? Und warum nicht auch, wir reden immer vom Kulturgutspiel. Ja? Dann möchte ich aber auch, dass wir es wie eins behandeln, wir Journalisten, und nicht wie ein Produkt. Ich krieg ehrlich gesagt die Krätze, wenn ich lese, wir haben einen neuen Spieletest. Spiele werden meiner Ansicht nach nicht getestet. Wenn ich einen Spieletest schreibe, dann muss ich das Spiel nehmen, den dritten Stock gehen, zum Fenster rausschmeißen, dann in die volle Badewasserwanne tunken, danach mit Nivea-Creme einreiben und dann sagen, okay, die Holzdicke hat sich verändert und ein paar Pappplättchen sind kaputt gegangen. Das ist für mich ein Test. Das ist für mich keine Rezension, keine Besprechung. Es gibt keine Musiktests, es gibt keine Filmtests. Du hast ja in deinem... Ja, absolut, das würde ich auch unterschreiben. Also dies ist keine Testerei. Ein Spiel ist ein Erlebnis, wo zwei, drei, vier, fünf Leute am Tisch sitzen, die haben ein Spielerlebnis, und ich muss gucken, beim Spielen oder beim Zuschauen muss ich schauen, was bewegt sich da, wo läuft die Gruppendynamik durch und so weiter. Ich muss zum Beispiel, du hast vorhin erwähnt, Monopoly, eigentlich einfaches Spiel, aber begeistert die Leute. Ich muss doch versuchen herauszuarbeiten, weshalb das Spiel auch begeistern kann. Was ist die Essenz dieses Spiels? Noch etwas, die Subjektivität. Wenn das in einer Zeitung erscheint, die einen Ruf zu verteidigen hat, eine Qualität hat, in der FAZ, Süddeutsche, Spiegel, Zeit und so weiter, dann arbeitet dieser Journalist für diese Zeitung. Und dass er für diese Zeitung arbeiten kann, ist für mich ein Qualitätsstempel. Sonst würde er, ja, wenn er schlecht wäre, könnte er da gar nicht arbeiten. Deshalb akzeptiere ich in diesen Zeitungen diese Subjektivität. Beim Blog akzeptiere ich es ja auch, aber dann weiß ich, das ist der Typ, der das schreibt, und wenn ich ihn über Jahre mitverfolge, kann ich mich auf sein Urteil verlassen und so weiter. Dann ist das für mich auch ein Vertrauenselement. Ich kann mich dann auf ihn verlassen. Die Klicks entscheiden im Endeffekt. Bei den Webseiten entscheiden die Klicks. Bei der Zeitung hast du den Chefredakteur, die Redaktion, die den Text nimmt oder sagt, nee, mach da nochmal was Neues. Und beim Blog hast du eben den User. Das ist viel direkteres Feedback. Ja, obwohl, dann würde ich jetzt mal behaupten, brauchen wir keinen neuen Brettspieljournalismus, weil die Seiten, die es im Moment gibt, die werden ja geklickt und gelesen. Und jetzt die Frage, ich sag mal, Ziel wäre es ja noch, neue Leser zu generieren. Viel mehr. Aber schafft man das denn überhaupt dadurch? Weil also die Leser suchen das ja jetzt nicht gezielt, sondern man muss sie ja auch da abholen, wo sie sind und wo sie das quasi nicht erwarten. Ja, ich glaube, was jetzt gerade kommt, sind eben die ganzen Videogeschichten. Stichwort Will Wheaton's Tabletop. Das ist eben eine Show, ich schaue wieder rüber zu den Computerspielern. Hallo Computerspieler, da gibt es diese Let's Play-Videos. Da sitzt einer vor der Kiste, spielt ein Computerspiel, schneidet das mit und kommentiert das. Das geht im Internet ab wie Schnitzel. Ja? Das gucken die Leute an und klicken und abonnieren. Es ist mir ein Rätsel teilweise, aber ich kann auch stellenweise verstehen, dass es interessant ist. Aber ist das Journalismus oder ist das nicht einfach, ich sag mal, Unterhaltung? Weil das ist ja auch gescriptet. Da sind im Abspann 50 Leute genannt. Das ist professionell produziert. Ist das Journalismus? Nein, aber es ist Unterhaltung. Und mit Unterhaltung kriegst du, glaube ich, eher die breitere Masse als mit vielleicht hochgradig ausformulierten Texten. Wenn es zu komplex wird, steigen sie aus. Man muss die Leute immer, sage ich, da abholen, wo sie es nicht erwarten. Deswegen Spielerezensionen in Tageszeitungen lesen die Leute eher. Es schwindet leider langsam. Ja? Aber
das ist eben nicht die Zielgruppe. Ja, aber man freut sich, wenn man Leute da holen kann. Man sollte auch versuchen, dass die Zeitschriften, die ein Renommee haben, die Fachzeitschriften, die Spielbox, die Fairplay, die Spielerei, also das sind die, die ich lese, dass man dort auch versuchen könnte, etwas mal was Neues auszuprobieren. Also einfach auch gute Sprache, dieses subjektive Element, das erträgt das durchaus, weil ja die Zeitung für Qualität steht. Und ich glaube, da ist wie auch bei einer Tageszeitung, die muss sich auch von Zeit zu Zeit überlegen, wie kann man einen Stoff neu aufbereiten. Früher haben wir noch nie eine Grafik gemacht. Das ist mit der Zeit, mit dem Computer ist das reingekommen, dieses Element ist im Tagesjournalismus entstanden. Und das, diese neuen Elemente können man auch ausprobieren. Und wenn ich 30 Jahre Spielekritik mache, ich schreibe doch nicht mehr gleich, wie ich damals vor 30 Jahren geschrieben habe. Ich muss doch mir auch überlegen, soll ich jetzt wieder dieses 10-80-20 oder 10-80-10 Schema oder soll ich mal was Neues probieren? Jetzt sind wir in der Diskussion ja doch wieder, ich sag mal, bei den Rezensionen, die vor allem in der Publikumspresse stattfinden sollen. Also ich würde die These aufstellen, dass in der Publikumspresse die Leute, die da schreiben, tatsächlich auch für die Leser schreiben und dass die auch durchaus unterhaltsame Texte schreiben und eben nicht diese 10-80-10 Rezensionen veröffentlichen. Ehrlich gesagt, dafür lese ich zu wenig. Wie gesagt, es schwindet ja langsam. Ja? Also ich lese das, was, wie bei dir, dann auch irgendwie im Internet erscheint. Ja? Weil, klar, ich kann nicht alle Zeitungen abonnieren, aber weiß ich nicht, schreibt man in der... Ich gebe die Frage weiter. Also die in den Tageszeitungen hat es weniger Rezensionen. Es bringt nichts, weil generiert keine Anzeigen zum Beispiel. Aber es muss ja nicht. Aber Spiel ist halt immer, ja, Weihnachten, da muss man spielen, da muss man jetzt, da bräuchten wir noch eine Seite über Spielen und so weiter. Aber eine regelmäßige Kolumne, also in der Schweiz gibt es ganz wenige Zeitungen, die das noch haben. Neue Zürcher Zeitung mit Tom Felber, der macht jetzt seit Jahren, hat einen guten Platz in der Neuen Zürcher Zeitung, aber der kann den Platz auch nur behaupten, weil er interessant schreibt, auch subjektiv schreibt, auch einen Verriss schreibt und das macht er. Es ist in der Diskussion auch aufgekommen, dass man wenig Verrisse schreibt. Und das stimmt, das muss ich auch von mir sagen. Ich habe in der Neuen Luzerner Zeitung, im Ausgehmagazin Apero, habe ich 40 Ausgaben pro Jahr, 1200 Zeichen. Da ist mir der Platz zu schade, muss ich sagen, um ein Spiel zu verreißen. Ich möchte ja die Leserinnen und Leser auf Spiele aufmerksam machen, die sich lohnt zu spielen. Dann brauche ich keinen Verriss, obwohl es manchmal wunderbar wäre, aber ein Verriss, der muss fast besser begründet sein als ein schönes Lob. Schwieriger zu schreiben, ja, absolut. Obwohl es ja dann auch, also sehe ich auch so, und da ist es ja Teil der Kritikerleistung auch schon, ich sag mal, die Spiele auszusortieren und zu überlegen, naja, welches Spiel empfehle ich jetzt und welches Spiel passt denn jetzt auch in dieses Medium, wo mein Text oder Beitrag erscheint. Mich würde mal interessieren, man sagt immer, früher gab es mehr Spielerezensionen noch in normalen Medien. Stimmt das? Weil, also du bist ja jetzt schon länger dabei, ich mache das ja auch noch relativ frisch. Also ich soll... Mehr als das sind die gefühlte Temperatur. Ich habe den Eindruck, dass es weniger gibt. Weil auch das hängt ab von Leuten, die sagen, ich mag nicht mehr, die aufhören und dann keine Nachfolge finden. Oder wo diese Rubrik, diese Rezension entstanden ist aufgrund einer persönlichen Beziehung. Man hat einen Redakteur oder eine Redakteurin gekannt und gesagt, du, man könnte doch mal über Spiele schreiben. Und dann beginnt das, läuft über 15 Jahre und dann, wenn die beiden, einer scheidet aus, dann kommt das dann nicht mehr. Also man muss immer wieder auch... Weil die Zeitungen ändern ihr Format, also das Redesign und so weiter kommt immer wieder. Alle 6 Jahre mindestens muss man sich wieder neu anziehen. Und dann muss man immer wieder auf der Hut sein, dass diese Kolumnen nicht verschwinden. Und das ist die große Gefahr. Woran liegt das denn, dass, ich sag mal, das Kulturgutspiel in Redaktionen so gar nicht wahrgenommen wird? Also schauen wir uns mal den Kulturspiegel an. Da gibt es Buchrezensionen, da gibt es CD-Rezensionen, da gibt es auch Videospielrezensionen. Es gibt keine Gesellschaftsspielrezensionen. Warum?
Ich glaube, in der Allgemeinheit wird das Brettspiel, das Gesellschaftsspiel mit Kinderkappes und Spielzeug verbunden. Ja? Und das ist einfach falsch. Man muss den Leuten klar machen, Gesellschaftsspiele sind irgendwie eine Form von Erwachsenenunterhaltung und nicht irgendwie nur das, was im Kinderzimmer stattfindet. Ich denke, dass man da kommt wieder der Journalismus rein. Da muss man Geschichten erzählen. Das wird dann als Unterhaltungsbeitrag Teil, wird das schon abgedruckt. Aber wo? Ist es im vermischten Teil? Ist es in der Wirtschaft oder in der Kultur? Und die Kulturleute sagen, ach Spiel, Kinderkram, wie du gesagt hast, Guido, das hat keinen Platz. Aber Spielen ist Ausdruck der menschlichen Kultur, gehörte eigentlich auf die Kulturseite. Aber könnte man dann auch sagen, naja, eine Quintessenz ist, wir haben jetzt gesagt, naja, wir wollen, dass über Spielen berichtet wird. Wir wissen, dass man Geschichten über einen Dreh verkaufen muss und dass man quasi auch nicht nur die Rezension verkaufen kann, sondern einfacher, ich sag mal, eine Geschichte hinterm Spiel verkauft, dass man das eher braucht und dass das vielleicht auch das ist, was New Board Game Journalism auszeichnet. Oder Ich habe in der ganzen Diskussion, die jetzt seit Anfang November, als dieser Artikel bei mir erschienen ist und der ja riesen Wellen geschlagen hat, ja auch große Kreise zog, ist mir irgendwann aufgegangen, ist es vielleicht das, was ich will, oder ist es eigentlich eher was gerade passiert? Ja, weil wir kriegen immer neue Blogs, wir kriegen auch neue Talente rein. Ja, es gibt immer wieder schöne neue Videoformate, die gerade erscheinen, die in der Entwicklung sind. Und ich glaube, vielleicht muss man die Forderung gar nicht mehr stellen, sondern es ist gerade was automatisch passiert. Ja? Und deswegen gilt dann nur der Aufruf mehr an die Leute, die schon länger drin sind. Wagt mal mehr, abseits der Wege zu gehen. Weil Spiele, Rezensionen mit Regelparaphrasen brauchen wir im Zeitalter von PDFs nicht mehr. Wie wichtig ist es denn überhaupt, dass, ich sag mal, wenn ich ein Spiel rezensiere, ich dieses Spiel auch in den Kontext der Spielegeschichte stelle und auch über den Tellerrand blicke? Ist das notwendig oder reicht es einfach aus zu sagen, das ist das Produkt, so ist es? Mir geht es ja nicht ums Produkt, mir geht es um den Inhalt. Ja? Also das Spiel ist immer das, was die Spieler daraus machen. Natürlich ist es unterhaltsam, wenn man liest, das ist von dem und dem Autor, der hat schon die und die Spiele gemacht. Das ist das Gleiche wie beim Film. Ja, wenn ich das quasi als Teil eines Werks sehe. Ich glaube, für viele ist es interessant, für andere, die eben nicht so tief in der Materie drin sind, ist das nichtssagend und dann ist es verschwendete Zeit. Also wir müssen wieder, wie wir es vorhin schon gesagt haben, darauf achten, wer liest das eigentlich. Ich würde es bei Tricktrack reinpacken, aber jetzt in der Tageszeitung, wenn ich eine Rezension für eine Tageszeitung schreiben würde, würde ich es weglassen. Ja, außer es ist ein Kuriosum, wenn ich sage, das ist der gleiche Autor wie Siedler von Catan oder wie Das verrückte Labyrinth, wo ich weiß, der Leser hat es gibt einen hohen Prozentsatz von Lesern, die das eventuell kennen könnten. Angenommen, ich habe jetzt eine gute Idee und eine gute journalistische Darstellungsform, möchte Spiele rezensieren, macht das auch. Das ist natürlich unheimlich viel Arbeit. Wer bezahlt denn eigentlich diesen New Board Game Journalism? Wer soll das bezahlen? Also, wenn eine Zeitung Wert auf Spielekritik legt, dann kriegt man ein Honorar dafür. Allerdings nicht sehr groß. Aber bei Blogs ist ja so, dass da in der Regel keine Honorare bezahlt werden. Wir sind ja auch viel im Moment im Internet bei der Diskussion. Wie soll das finanziert werden? Oder muss das gar nicht finanziert werden? Ja, ist die Frage, muss das finanziert werden? Wäre natürlich schön, wenn es sich irgendwie finanzieren lässt. Ja, aber keine Ahnung, gibt es da Möglichkeiten? Also, nee, also. Die Branche müsste ja Interesse haben. Wenn ohne jetzt Einfluss nehmen zu wollen, die Tageszeitung finanziert sich ja auch über Anzeigen. Aber da sind wir in einer Übergangsphase. Das hat sich die Print-Anzeigen im Print nimmt ab, aber gleichzeitig wird nicht so viel generiert, das Plus im digitalen Bereich. Wir sind in einer Übergangsphase. Du veröffentlichst ja jetzt auf deinem Blog auch regelmäßig Rezensionen. Was hast du denn jetzt für dich ganz persönlich aus dieser Diskussion rausgezogen und was willst du bei deinen Rezensionen in Zukunft anders machen? Ich habe doch für mich gezogen, dass ich natürlich, nachdem ich mich so weit aus dem Fenster gelehnt habe, auf meine Texte besonders achte, dass ich da natürlich jetzt mit einer erhöhten Messlatte gemessen werde. Ansonsten schreibe ich eigentlich so, wie ich es immer gemacht habe. Ich mache eine Vorauswahl an Spielen. Ich schreibe auch ungern Verrisse, weil dafür ist, wie gesagt, die Zeit zu schade. In der ganzen Masse ist nicht erwähnt schlimmer als ausgeschimpft, finde ich. Ich versuche locker, unterhaltsam und
direkt, auch fast schon autobiografisch in meinen Rezensionen zu sein, weil ich Sachen von meinem Tisch erzähle und viel von meiner eigenen Persönlichkeit reinbringe. Wer bei mir viel liest, der kennt mich irgendwann, leider, vielleicht, hoffentlich, ich weiß es nicht. Wenn du jetzt noch Spielerezensionen, du schreibst ja auch noch Spielerezensionen, hast du jetzt aus dieser Diskussion auch irgendwas mitgenommen oder... Ja, ich überlege mir vielleicht wieder bewusster, was ist das Ziel meiner 1200 Zeichen? Das ist die kurz, was ist die Botschaft, die ich rüberbringen will? Das ist meine Aufgabe, das muss ich machen. Es ist aber etwas anderes, wenn ich im Infosperber, das ist eine Internetseite in der Schweiz, zeigt alles, was andere nicht zeigen, ja, oder sieht alles, was andere nicht sehen, da möchte ich noch ein bisschen mehr geben. Also ich überlege mir auch, wofür kann ich dieses Spiel noch brauchen? Zum Beispiel, kann ich ein Spiel besonders einsetzen, zum Beispiel für Konfliktlösung, für Diskussion anregen oder für diese berühmte Employability, welche Fähigkeiten des Menschen kann ich fördern mit diesem Spiel. Das ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich Ressourcenmanagement machen kann, also dass ich zeigen, wo kann ich das Spiel neben der Unterhaltung noch einsetzen. Da möchte ich auch ein bisschen mehr reingehen. Ja. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Vielleicht lässt sich abschließend sagen, überlegt euch, wenn ihr eine Rezension verfasst oder auch immer euch für eine andere journalistische Darstellungsform entscheidet, was die These ist, und überlegt euch dann kreativ, wie ihr diese These spannend verpackt, damit es auch Spaß macht, euch zuzuschauen, zuzuhören, zuzulesen. Ich bedanke mich und bin echt mal gespannt, was wir in Zukunft noch sehen. Und auf jeden Fall machen. Machen ist immer der erste Schritt und das ist das Wichtigste. Udo, du schreibst für normale Tageszeitungen, aber du schreibst auch für Fachzeitschriften. Wie unterscheiden sich denn da die Rezensionen voneinander? Das ist erstmal sehr unterschiedlich, was eigentlich das Publikum ist. Wenn ich jetzt in der Tageszeitung schreibe, dann gehe ich davon aus, dass die Leute es gar nicht so genau wissen wollen. Es geht erstmal darum, sie überhaupt zu informieren, dass es ein Spiel gibt, dass es um das und das Thema geht und dass das gut ist. Also letztendlich geht es meistens mehr in Richtung Empfehlung bei der Tageszeitung.